Wir wissen jetzt, dass es jetzt offenbar das Biest ist, der Drache damit gemeint. Und mit dem Drachen sind wir doch eigentlich cool, oder nicht? Aber wir brauchen den Drachen vor allen Dingen, ne? Wofür? Was? Ich versuche dir einfach nur gerade zu retten. Weil ich letztes Mal haben wir doch erfahren, dass Truppen sich irgendwo formieren. Oder dürfen wir das noch nicht wissen? Ihr habt es schon vernommen. Es gab Gerüchte. Ihr habt schon Gerüchte gehört. So. Und der Drache ist auf unserer Seite. Das heißt. Ja, aber ich war so ein bisschen Spinnefeind. So, ich so, Drache. Hä? Ja, war das so? Ja. Ich war der Letzte, der. Stimmt, er stand immer ganz. Stimmt, du hast immer Angst. Du hast mich überreden lassen, auch den Trank zu trinken. Ich so, das war kein Hass, das war ja nur Angst. Na, vielleicht ist es in der Nacht zu Hass geworden. Vielleicht. In der Nacht sind die Bier zu Urin geworden. Ja, das und da ist meine Angst. Überall Angst. Ja. Angst riecht aber echt nicht gut. Ja. Es ist schwierig, die Dorfbewohner davon zu überzeugen, dass der Drache halt... Wir können halt auch nicht alle umbringen. Das sind ja Kunden. Nein, müssen wir uns was einfallen lassen. Wiederum schon. Wir haben einen Drachen. So, ich würde trotzdem sagen, wir müssen uns einmal um diese unangenehme Sache hier kümmern, bevor wir überhaupt was machen können, weil das stinkt immer mehr. Ja, du geht's meinst immer noch meinst um den Geruch? Es riecht, als hätte Pipi gemacht. So riecht es hier. Schön. So schön hat keiner mein Zuhause beschrieben. Es riecht wie diese eine Ecke im Kölner Hauptbahnhof. Ich wollte gerade Hamburger Hauptbahnhof. Ja. Oh. Ja. Egal welcher Hauptbahnhof. Ja. Irgendeine okay, ganz kurze Frage. Läuft der Timer schon? Mhm. Timer? Wir haben noch einen Timer heute. Es ist jetzt so 10 Uhr. Abends, morgens? Morgens. Gut. Also ich will nicht die ganze Zeit mich zu viel einbringen, ne? Aber habt ihr irgendeine Idee, können wir irgendwas, wir haben ja keine Seife im Moment im Haus, die ist ja aufgebraucht. Können wir... Immer noch beim Geruch? Ja. Ich will den Waschen die ganze Zeit so. Der Drache, wie retten den Drachen? Leute, der Geruch. Der Geruch. Ja, haben wir aber Seife. Aber los, ja. Das irgendwie regeln. So, das Biest muss. Nur wenn ich darf. Haben wir andere Hosen da? Soll ich mich mit dem Fisch einreiben? Der Timer läuft. Wir brauchen irgendwas, was anders riecht als sein Pipi. Wir haben keine Seife mehr. Ja. Ob der Drache tot ist oder nicht, aber stinkt, bleibt. Ne? Aber ja. Also, ich habe in meiner Tasche noch ein bisschen Honig. So. Ich meine, das hängt bestimmt. Nehmen wir mal an, er ist behaart, wir können ihn damit enttarnen. Ich habe aber. So viel. Ich kann mein Kopf. Auch, Beauty-Produkte. Also, sicherlich kann ich doch auch in meinem etwas desolaten Zustand. Ich habe einen Hang zu Beauty-Produkten. Also könnte ich ja so eine Lush-Seife zum Beispiel einfach machen. Solange du Langweilig. So besoffen bist, kriegst du. Obwohl. Krieg ich nichts, krieg ich nichts hin. Wie lange dauert es? Mir geht es übrigens wieder gut. So. Sehr gut. Gerade dann würde ich es probieren. Aber die Frage ist: Wie lange dauert es von der Kneipe bis zum Fluss? Nicht lange, es hat jetzt 10 Minuten da. Bis ins Elbental schaffen. Wir gehen wo alle waren, baden. Wo war denn der Drache nochmal? Der wohnt unter dem Haus. Unter dem Haus, ne? Ja. Ja, ist doch ein Weg. Ein Abwasch quasi. Ja, wir brauchen trotzdem noch was, um den Geruch zu beseitigen. Da hilft dem Drachen machen. Hilft der Fluss nicht, sagst du? Was ist der Kotzefluss oder wie? Haben vielleicht Käse oder sowas? Was? Käse. Hauptsache irgendwas anderes, was nicht so riecht. Ich habe viele Zähne. Ja, wir haben doch ich meine, wir haben eine Küche. Wir haben eine Küche. Ich trage den Rock. Gedärme? Gedärme? Von uns Gedärme mit bei. Ja, stimmt, ich habe Gedärme mit. Ja. Aber wir haben die ganze Zeit jetzt nicht unbedingt sehr, sehr gut gerochen, würde ich sagen. Wir waren jetzt nicht mit Axel Alaska eingedieselt. Ja gut, okay, er schon. Also, ja gut. Das gut, immer. Ich streng mich auch nicht an, ich würfe nur Einsen. Ja. Gedärme. Ich nehme auch einfach das Flusswasser. Ich kann sowieso. Weiß kann man es nicht am Fluss waschen einfach? Ich weiß schon. Wollt zur Kräuterhexe gehen und fragen, ob sie Seife hat? Ich gehe auch dahin. Oh ja, zur Kräuterhexe. Na, ich Kräuterhexe. Ja, Kräuterhexe. Ja, Kräuterhexe. Wir gehen zur Kräuterhexe. Ja, alles klar, machen wir. Und dann gehen wir zum Drachen. Das mache ich. Ja. Dann ist unsere Heilerin auch zufrieden. Kräuterhexe. Kräuterhexe. Ja. Kräuterhexe. Das hier ist toll. Die freut sich auf dich. Ich freue mich auch. Gott. Oh nein. Oh ja. Unangenehm. So, du schlürfst so ein bisschen hinten her, ne? Achso, oh, schade. Achso, okay. Ich habe ihn jetzt hier einfach hingelegt. Ich dachte, ich falle gegen die Tür. Ja, ja. Ja, ich falle so gegen die Tür so. Ah! Freut mich! Ich liebe dich! Ja. Ich hab's so lieb, weißt du? Okay, sie macht die Tür auf so. Ich habe extra ein spezielles Eau-de-Toilette für dich aufgelegt. Ich komme sofort nah ran. Hi. So länger. Und sie ist so. Wow. Hi. Sie guckt dich so ein bisschen an.
Ist so. Ich guck so ein bisschen zurück. Nee, sie guckt die Heilerin an. Achso, schade. Aber ordentlich. Und sie guckt den Dieb so an und ist so. Guckt doch Stroh aus der Hose. Verzeihung. Sie guckt dich so an, ist so. Schön, dich wieder zu sehen. Ist Timmy dabei eigentlich? Nee, Timmy ist nicht dabei. Wo ist denn der? Der ist zu Hause. Der ist noch. Ja, der muss doch schlafen. Der ist zu jung für die ganze Sauferei. Aber die Eltern sind doch gar nicht da. Er hat doch mit Nein, der ist, da ist ja, aber der ist dann alleine wieder nach Hause. Ich spiel mit der Diele. Klatsch, 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 klatsch. Okay, also die Hexe. Willst du mich waschen? Sie macht die Tür zu. Und sie kramt, ihr hört so ein bisschen drin graben und dann kommt sie raus und sie drückt dir so ein Mittelchen in die Hand. Und sagt, trink bitte, bitte, bitte trink. Trink? Ja. Soll ich darauf würfeln? Nein, trink's einfach. Nein, trink's einfach. ich würfel dich, ich trink. Ich trink meinen Trink. Okay, also du hast Kopfschmerzen des Todes, aber ansonsten geht's dir gut. Okay. Kopfschmerzen des Todes. Gut. Dann geht sie wieder rein und dann kommt sie so mit so einer Parfümflasche zurück und sprüht dich einmal von oben an bis unten an. Und sie sprüht auch Willibert einmal von oben bis unten an. Also okay, jetzt können wir reden. Aber ich lass die Hose an. Also es ist ja immer noch der Fakt, dass ja, Pipi in die Fasern eingedrungen und jetzt ja. hat man nur Deo drauf. Hast du eine Unterhose? Ja. Nee. Der hat nur diesen Rock drüber. Also ich hab so ein Gierrock. Ja, die Frage, ist, genau, die Frage genau. ist, da du den Rock drüber hast, kannst du die Hose auch einfach wegwerfen. Oder Marv. Aber der Rock hat halt Snarf. Der Rock hat halt an den beiden Seiten halt so einen Schlitz. Also ne, das ist ja die Beine so halt, das ist sexy. Ja, da habe ich so schöne Beinchen. Er hat dann untenrum nichts an. Ja, mach ich. Nur also ihr habt bei der Hexe geklopft und jetzt gibt sie dir einen Trink und du ziehst erstmal die Hose aus. Oh, klingt gut. Ja. Ich hätte die Reihenfolge eher andersrum, aber gut, okay, ja. Gut. Ist das, was passiert? Okay, ja. Ist das, was passiert? Ist es wirklich das, was gerade passiert? Ich habe mir Kopfschmerzen plus 5 aufgeschrieben. Okay. Kopfschmerzen plus 5. Ja, und sie ist so, okay, hey, was kann ich für euch tun? Ich hab Kopfschmerzen. Würfel mal auf Charisma. Oh, ja. Nehmen wir dem 20. Ah, ja. Hast du da nochmal? Bei Charisma habe ich beeindruckende 16. Oh Gott, ja. Boah. Musst drunter würfeln. Oh, okay. Eine 6. Oder? 9? 6. 6. Okay, sie ist so, ja. Dir kann ich doch keinen Wunsch abschlagen. Oh. Und sie geht rein und sie gibt ihr ein Mittelchen gegen Kopfschmerzen. Danke. Ich berühre so auf dieser creepy Art so die Finger von ihr bei der Übergabe. Dankeschön. Sie lässt die Augenbrauen tanzen. Meine Augenbrauen tanzen mit. Oh. Wollen wir euch kurz ein bisschen Zeit geben? Hast du noch ein bisschen was von dem Parfum? Kannst du das ist der Stream ab 18? Ja, klar. Wenn du es möchtest, ja. Ich spiele aus. Nein. Okay, ja, also sie gibt dir so, ja, was, okay. Ja. Deswegen seid ihr zu mir gekommen, ich bin nicht hier, ne, okay. Eigentlich wegen. Wir haben so gestunken. Deswegen, also. Aber da, ne. Wir haben so gestunken, dass wir da so richtig kommen. Wir wissen nicht, wie man sich wäscht. Ja. Da ist ein Fluss, aber hä? Alle haben gesagt, der Fluss reicht nicht. Sind wir zu dir gekommen. Du möchtest also Seife. Hast du noch welche? Würfel mal auf Charisma. Oh. Was muss ich würfeln? Mit dem W20. Was hast du bei Charisma? 9. Ich habe 10 plus. Warte. Nee, das 6. ist Geschicklichkeit. Achso, Charisma 9. Entschuldigung. Okay, dann musst du unter einer 9 würfeln. Mit dem 20er. Ja. Oh. 1. Wow. Das habe ich noch nie gesehen. Hab ich noch nie gesehen. Ich weiß gar nicht, dass die 1 da drauf ist. Da ist eine 1 auf dem Würfel. Wie geht denn das? Also sie distanziert sich so ein bisschen von dir, ne? Ja. Sie guckt dich an. Seife für dich. Mhm. Vielleicht? Klar. Mhm. Gerne. Willst du mit reinkommen oder soll ich sie dir Willst du noch einseifen vielleicht ein bisschen? Du siehst halt eher sehr schmutzig. Das kleine Ferkelchen. Ich bin schmutzig. Was? Und du weißt gar nicht, wie man Seife verwendet. Ja, genau. Aus Hilfe. Genau, was Bronco sagt. So, du weißt auch nicht, wie man Seife benutzt. Wingman. Und hier. Ja. Zwing mich nicht, das zu tun. Oh, sehr schön. So, wir verschwinden mal kurz in der Hütte. Okay. Oh. Wir wollen aber eine Erzählung. Wir wollen? Und? Ja. Und, wie ist es gelaufen? Haben wir ein bisschen erotische Musik? Warte, ich hätte da was.
Das war erotisch. Ja, ja, das, ja. Das war die Hexe. Ja. Wow. Die Hexe. Also ja, sie, du gehst mit ihr rein, ja? Ja, gehen wir rein. Okay, sie gibt dir Seife. Ja. Ganz viel davon. Mhm. Ganz hocherotisch macht sie das. Oh. Hocherotisch? Mhm. Wie man so hocherotisch Seife. Hier, Seife. Das sind so Stückchen. Ja, eben. Aber nicht in die Augen. Streicht so über ihren Arm, dann so über deinen. Mhm. Oh Gott. Oh. Mhm. Ja? Bei dir läuft, ey. Geil. Ja. Okay. Wie viele Stücke Seife waren das? Fünf Stücke. Fünf Stücke Seife. Oh. Moment, jetzt kann man mit dem Haus. Nicht so benutzt, Seife kann man viel machen. Oh. Ja. Wackel, 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 wackel. So, nach 10 Sekunden komme ich wieder raus. Ja, so. Hallo! Aber immer noch schmutzig. Wieder. Es war für uns beide toll. Ja. Immer noch schmutzig. Ja, ja, doch, schmutziger als vorher. Sieht schon, das ist eigentlich dein Part. Warum muss ich den übernehmen? Weil du leider, weil du immer noch besoffen bist. Aber du bist charismatischer als ich. Was ist eigentlich mit dieser Hexe? Aber da bahnt sich aber das was an. Das war die Sexhexe. Das ist mal die Sexhexe. Ich brauche Hexe. Was. Eine Frau kann tun, was eine Seife? Frau tun. Fünf waren das, ne? Fünf? Genau. Fünf Seife. Fünf. Lavendelseife. Fünf Lavendel. Seife Lavendel in Klammern. Oh. Muss dazu. Wirkt ja auch ein bisschen beruhigend. Ne? Ja. Wirkt auch ein bisschen, ja. Schön. Und es lockt Schmetterlinge an. Sie schaut dich an und ist so, das ist ja eine Schande. Ne? Was ist eine Schande? Ja, dass das mit dem Drachen jetzt passieren muss. She knows. Was hast du denn gehört? Naja, das ganze Dorf will sich morgen zusammenfinden und den Drachen töten. Und weswegen? Ja, weil ihr erzählt habt, dass der Drache da wohnt. Und Haben die sich schon gehalten? Wir haben halt Angst vor Drachen. Das sind diese Sterblichen, die mit Magie nichts am Hut haben. Es saufen konnten sie aber noch, obwohl er in der Nachbarschaft ist. Immer dann, wenn es freiwillig ist. Schweine. Aber wir sind noch im Haus. Also es ist. Achso, wir reden das. Ach, wir hören das gar nicht. Ah, okay. Also okay. Ja, ich kann das. Ich mach meine Hose. Hast du die noch an oder nicht? Ja, ja. Wie stehst du zu dem Drachen? Na, ich sag mal so: Die Schuppen würde ich nehmen. Schuppen, okay? Die Schuppen würde ich nehmen. Okay. Aber wir wissen das ja nicht. Wir hören es. Nee, das höre ich nicht. Okay. So. Also ist ja. Aber weißt du, was auch komisch ist? Hm? Heute Morgen, ne? Ja. Da haben die Vögel mir erzählt, dass eine riesige Armee auf dem Weg zu uns ist. Eine riesige Armee. Und ich verstehe so gar nicht, warum. Ich verstehe einfach nicht, warum. Weißt du, was ich auch nicht verstehe? Hm? Ich habe gestern diese eine Frau klar gemacht. Weg. Einfach weg. Ich habe es mit der Story versucht. Oh nein. Einfach weg. Herzschmerz. Aber das verstehe ich übrigens auch nicht. Das verstehe ich auch nicht. Das ist. Was wollen die? Ach, wenn ich das wüsste. Was haben die Vögel noch gesagt? Nur das, dass Leute da vorne stehen? Ja, dass die Armee kommt und ich verstehe nicht, warum. Ich meine, ich habe auch nicht verstanden, warum Hukus diese Kuppel gezaubert hat, wenn jetzt seine Armee kommt. Also, warum? Hukus arbeitet doch und... Ich habe von Anfang an gesagt, wir hätten diese Kuppel behalten sollen. Also ich. Ja, genau. Ja. Hat er die Kuppel gezaubert, um uns vor der Armee zu schützen? Ja. Das wäre also sehr ungünstig, wenn wir jetzt für das Verschwinden der Kuppel verantwortlich wären. Also das Ding ist, wir sind eigentlich ganz cool mit dem Drachen. Eigentlich ja, ich eigentlich ein bisschen auch. Leid, muss man sagen. Also der, ja. Was können wir machen, um den Pöbel davon zu überzeugen, dass der Drache, dass sie vielleicht den Drachen erholen lassen? Also ich meine, wenn da draußen eine Armee ist. Ich sag mal so, die Leute hier, seit gestern seid ihr die Helden. Die Sache, dass ihr den Drachen nicht getötet habt, ist so ein bisschen ungünstig, aber ihr seid die Helden für alle. Also ich glaube, wenn ihr mit den Leuten redet und sie fragt, was ihr ihnen stattdessen irgendwie, also ich glaube, das würde bei vielen funktionieren. Ich habe von einigen gehört, dass sie eher so wie ich, weißt du, ich sage so, ja, Drachenschuppen, die brauche ich wirklich dringend, um mich gegen diese Armee zu behaupten. Aber es müssen, also so Medusa-Schuppen wären auch okay zum Beispiel. Also wenn ihr zum Beispiel einer Medusa begegnen würdet und mir diese Schuppen bringt, dann würde ich sagen, ich kämpfe nicht gegen diesen Drachen, weil dann bin ich zufrieden, dann bin ich auf eurer Seite. Oh oh. Medusa-Schuppen. Oh oh. Okay, weißt du was, ich muss das mal draußen abklären mit meinen Kumpels. Ja? Oder ich gebe dir noch ein Stück Seife? Ich habe auch. Du kannst mir gerne noch ein Stück Seife geben. Oh. Seife? Danke. Ist das wieder Lavendel? Das ist wieder Lavendel. Oh, wunderschön. Sechs. Sechs Seife. Sechs. Ich habe keine bekommen. Keine.
6 Seife. Nicht eine. Medusa-Schuppen? Ja. Ja, wenn es Narf sich richtig erinnert. Was ich noch fragen wollte. Ja? Weißt du, ob der Pöbel einen Anführer hat? Der vielleicht die Idee hatte, von wegen, der Drache muss weg. Bei uns, gestern in der Kneipe oder so. Am Kneipentisch. Nee, erinnere ich mich jetzt nicht so. Okay, dann mach's gut. Tschüss. Okay. Geh mal kurz raus. So, und sag dann so, Leute, Drache, schmupp, schmupp, schmubbidibub. Ich erzähle das jetzt einfach. So, ja. Und, Medusa-Schuppe. Mhm. Erzählst du wirklich alles, was gerade passiert ist? Alles. Mhm. Okay. Ich höre schon laut mit den Zähnen und so. Ja, ja. Und ich habe Seife. Ganz viel. Ganz viel Seife. Wow. Ich habe ganz viel Seife. Aber du riechst immer noch nach Sex. Ja. Ja, ist mittlerweile so halb wieder. 11. Okay. Halb elf, wunderbar. Irgendwas ist da. Also, was glaubt ihr? Also, es gibt keinen Anführer dieses Pöbels. Also, wollen wir überhaupt den Drachen retten? Ja. Ich weiß nicht. Wir sollten, oder? Wir sollten? Ich kann gar nicht draußen denken, ist eine Armee. Hart stinkt hier, ey. Hey, ich riech doch mittlerweile wieder gut. Nein, du hast die Hose immer noch... Oder? Nee, der war nur nicht... Nur überduftet. Also ja, ich rieche ganz immens nach Lavendel. Ja. Richtig. Ja, ja. Richtig nach Lavendel. So, dass die ganzen Schmetterlinge bleiben auf mir. Bei mir auf mich steht so. Also, und überall so Bienen und so. Schreibt dir mal 10 Schmetterlinge. Dafür keine 10 Schmetterlinge. Weißt du was? Ja. Ja? Ja. Ja. Okay. Ich hab 10 Schmetterlinge. So. Schön. Inventar, gut. Schmetterlinge. Stechmücken? 0. Ja, so. Reicht die Liste im Overlay für das Inventar? Ich bin unsicher. Ich hab noch Platz. Schmetterlinge. Geil. Ja, ich stelle mir auch so ein bisschen Disney-Prinzessinnen-like vor, ne? Wie viele Schmetterlinge habe ich? 10. Das sind genau 10 Schmetterlinge. Da kann man einiges so machen, schön. Da kann man vieles mit. Zum Beispiel. Einer sitzt so auf deinem Haar oben. Ich zieh mir einfach die Hose aus. Der macht das. Während ihr redet. Das ist ein guter Plan. Super. Plan. Ja. Echt? Ja. Du hast sie doch schon ausgezogen. Hat er die schon ausgezogen? Ja, bevor du bei der Hexe geklopft hast, hattest du sie doch ausgezogen. Hast du sie jetzt einfach bei der Hexe gelassen, die Hose? Dann hast du meine Hose. Viel Spaß damit. Mhm. Okay. Oh, daraus hätten wir noch was machen. Ach so. Eine Stinkbombe. Zusammen. Aus der Hose? Ja, stimmt. Wir sind noch bei der Hexe, ne? Wir stehen noch davor und beraten noch, was wir eigentlich mit dem Drachen machen und der Armee. Die da können wir noch mal kurz klopfen und fragen, ob wir die Hose vom Zauberer vielleicht noch mal mitnehmen können? Ja. Funk, Willibald, Willi Funk, los. Ich klopfe... Oh. Charisma. Ich klopfe sehr charismatisch. Du klopfst an die Tür. Ah, Gänsehaut. Hi. Na? Hi. Was kann ich für dich tun? Du, sie hat Seife im Haar. Ich lasse hinten noch so ein paar Schmetterlinge fliegen. magischer Moment. Oh. Hallo. Voll random. Oh. Sammeln sie gleich wieder ein. Würfel auf Geschicklichkeit. Ja. Oh nein. Okay. Oh. Also, 10 plus wie 6 plus 2? Nee, was? Das ist dein Angriff. 10. Also 10. Also über 10, unter 10. Unter 10. Das wird. Nein, 8. Ja, ab 8. Ja, okay, also einer entfleucht dir. Psst. Toll. Wir werden uns wieder. GPS-Tracker. Hi. Hi. Du, da du jetzt schon meine Hose hast, wollte ich fragen, ob es nicht einfach ein fairer Tausch wäre, wenn ich auch was von dir bekäme. Kannst du eine Hose zurückhaben. Oder das wäre die nächste. Schade. Gut. Okay. Ich hab sie sauber gemacht. Du Arme. Oh. Ja. Oh Gott. Hm. Hast du Lust, sie wieder dreckig zu machen? Oh. Würfel mal auf Karte. Okay. Oh nein. Oh, wir kommen hier nie weg. Weg mit Sex, Hexe hat uns im Bann. Komm schon, eine minus 5. Eine 20! Gibt's doch nicht. Na, hast du Bock? Sag schon. Alle Zähne fallen mir raus. Dann läuft heute bei. Das ist so gemein. Zeig mal Wurstfach, komm. Marvin. Marvin. Warte, Schmetterlinge. Die fliegen alle tot. Ja. Alle falsche Worte. Vom Charisma. Chat stirbt gerade. Guck mal, ich weiß so.
meinen Zauber heute verloren. bringen wir besser mal die Medusa schon. Okay, können wir machen. Also du magst Medusen, ne? Oh mein Gott. Die Medusa-Schuppen. Ansonsten. Guck mal, ja. Ich habe auch eine Schlange im Haar. Wie soll ich denn so ernst bleiben? Bring mir die Schuppen, ne? Oder ja. Ansonsten sorge ich dafür, dass du dein Leben lang zwei Rüsselarme hast. Okay, hab dich lieb. Küsschen. Schläg dir die Tschüsse vor der Nase. Tschüss, okay, schade. Ich habe alles gegeben, Leute. Ich habe alles probiert. Oh Gott. Nicht jeder ist reif. Da muss sie noch trainieren. Aber irgendwann. Okay. Weg den Würfel. Hast du erst deine Hose wieder eigentlich? Ja, ich habe die Hose wieder. Ja, frisch gewaschen und gebügelt. Oh. Mein. Ziehst du sie an? Wir können keine Stinkbombe mehr draus basteln, ne? Frischbombe. Ja, ich ziehe sie wieder an. Okay. Ist ja logisch. Okay. Ja. Die warme Unterhosen anziehen ist schön. Ich glaube, irgendwann wird der Moment da sein, wo wir sie wieder als Stinkbombe benutzen. Bestimmt. Ja, bestimmt. Was? Ja. Okay. Bestimmt. Ja. Ich kenne ihn. Stimmt. Oh. Okay. So. Ja, was machen wir jetzt? Also sie will Medusa-Schuppen haben. Warum? Also der Timer. Das nochmal? Damit sie uns hilft im Kampf. Genau. Richtig. Der Timer läuft bis 18 Uhr. Am nächsten Tag. Am nächsten Tag. Ah, okay. Das heißt. Aber nur als Frage. Aber wenn da eine Armee kommt und wir töten den Drachen und haben auch noch so tolle Drachenschuppen, keiner aus dem Dorf kann kämpfen. Keiner sieht so aus, als wenn er auch nur... Das sind alles Luschen. Ja, das sind alles komplette Luschen. Alles Luschen außer Bronco. Eigentlich schützen wir das ganze Dorf damit. Weil... Wenn wir den Drachen am Leben ließen. Es gäbe dann einfach keinen Kunden mehr für die Taverne. Ja. Wollen wir mal sagen. Ja. Also wir können nicht innerhalb eines Tages die Leute hier zu Kämpfern ausbilden. Ich kann es versuchen. Bitte. Nein. Aber... Wir bilden das ganze Dorf aus. Ja. So, geil. Nächster Tag, 18 Uhr, alles im Camp. Ich. Alle tot. Nice. Stream vorbei. Aber wo würdet ihr eine Medusa vermuten? Ich habe irgendwie, ich sehe es nicht wirklich, aber ich würde die eigentlich fragen können, so, aber ja, eigentlich schon. Ich würde die in so einer Höhle vermuten oder irgendwie sowas. Wir können nochmal klopfen. Ein paar Sachen vorbereiten. Ich habe so das Gefühl, dass das hier gleich so. Ja, das wird noch länger dauern. Wir klopfen, glaube ich, nochmal an die Tür der Zauberin, oder? Jederzeit. Die ist ja da. Ja, ja. Wer ja. klopft? Ich stand doch. Ich habe mir die Hose gerade angezogen. Ich weiß nicht, wo ich. Er darf nicht klopfen. Ich darf nicht klopfen? Du hast, ich würde den bestimmt nicht mehr sehen. Ich würde den Snarf nochmal fragen. Ja, ich würde dich nämlich auch. Charisma? Ja, okay. Ich weiß nicht, ob mein Charisma jetzt wieder verflogen ist. Ich weiß es nicht. Probier's doch. Ist nochmal sehr charismatisch an die Tür klopfen? Platsch, platsch! Ja, machst du das so? Kuckuck! Ja. Das ist mit dir auch das ist so. Seid ihr noch nicht auf dem Weg? Hallo. Hi. Sag mal, Stichwort Medusa. Ja? Wo finden wir eine? Und die Schuppen? Oder nur die Schuppen? Also, Medusa muss auch nicht sein. Also, nur die Schuppen. Oder? Ja, Schuppen reichen. Einfach nur die Schuppen. Also, ist das Haarschuppen? Ist da irgendwo, genau, irgendwie ein Kamm oder so, der vielleicht genau. im Wald liegt? Also ich an eurer Stelle würde das andere schuppige Tier fragen. Witzig, weil diesen Gedanken hatte ich auch. Aber ich sollte knopfen. Knopfen? Mhm. Was willst du knopfen? Dieser Knopf ist ein bisschen locker. Ist egal, ich dich gleich vor. Wir fragen Schuppentier. Tschüss! Schuppentier? Hallo! Hallo, ihr dürft mich nicht vergessen. Wir wollten Timmy ja eh noch abholen. Das ist hallo. Hä, die hat eine eigene Figur. Figur. Wollt ihr es euch mal anschauen? Ja, wie mit deinem Ben hat natürlich sich nicht lumpen lassen und uns einen Timmy besorgt. Der hat eine Rüstung. Der hat Rüstung und ein Schwert. Das heißt, der begleitet uns jetzt. Ja, du wolltest ihn ja zum Krieger ausbilden. Ja, oder? Voll geil. Timmy. Der kleine Timmy. Wäre doch schade, wenn ihm was passiert. Ja. Oh, er sieht ja gut aus, Und wisst ihr, was das Beste ist? Chat. Ihr da draußen. Oh nein! Oh nein, Chat ist Timmy! Chat ist Timmy! Oh, können krass. Sie Timmy umbringen? Ich meinte, Und wir probieren das jetzt direkt mal aus mit einer Abstimmung, die der Chat quasi machen darf.
Und die, wir machen es am Anfang leicht, damit ihr hier niemanden umbringen könnt. Okay. Wem wirft Timmy sich zuerst in die Arme? Okay. Prongo oder Lysadria? Ja, aber ich werde Ziehvater. Und, was wir aber getan haben. Psch, ja, egal. Aber Hashtag Chat loben. Hashtag. Ja, ist ja voll geil. Hashtag Chat, ja. Egal. Ich hab doch gesagt, es gibt eine Überraschung. Oh. Voll geil. Ihr seid Timmy. Timmy also ist verloren. Es wird gleich eine Abstimmung geben, tatsächlich. Da könnt ihr dann. Ach so, aber stimmt über Chat ab oder über das Abstimmding? Über das Abstimmding. Ah, über das Abstimmding. Weil ihr müsst über das Abstimmding. Okay. Also, wir müssen nicht spammen. Oh. Oben ist das Abstimmding im Chat gleich. Das war das dein Stream ist. Das ist so unfair. Ja, das ist wirklich unfair. Sehe ich genau ich wie Pan. Ganz furchtbar. Ganz furchtbar. Ganz eklig. Falls es bei mir gehostet wird, ihr könnt auch bei dem Chat jetzt, beim Erik, könnt ihr da auch nochmal mit. Ich schreibe das auch nochmal auf Instagram. Ja, gute Frage, wer macht das denn? Wer macht denn das? Die Mods können, glaube ich, Abstimmungen nehmen. Ja, können sie. Ja? Aber wissen die Mods ja auch Bescheid? Da ist jetzt gerade ganz hinten ganz viel Panik. Ja. So, wir testen das gerade mal. Warte, ich gehe mal in den Mod. Ich wusste das selber nicht. Stimme mal für dich ab. Mach einfach nur eine Option. Ne? Stell die Umfrage und mach nur eine Option. Also die Mods wissen auch von nichts. Cool. Warte. Wir haben keine Infos bekommen. Ah, sehr gut. Überraschung. Hey, ihr habt was zu tun. Cool. Noch mehr. Sorry. Oh. Wir wussten das alle nicht, außer dir. Ja. Nein, ich habe Bescheid gesagt. Und ist eine Abstimmung da? Nee, keine Info. Wir haben keine Null Info. Cool. Dustin, kannst du das hinten machen? Du hast also ihr könnt, wir haben das manchmal bei uns auch im Chat, diese Abstimmung oben. Genau. Da könnt... Sir. Ansonsten müssen wir abdingen. Moment. Das ist ein Punkt, den brauchen wir für das nächste Mal. Ja. Jetzt sind die Mods vorbereitet. Beim nächsten Mal läuft das fehlerfrei. Das kriegen wir hin. Auf jeden Fall. Die Mods kriegen das hin. Die Musik. Leisa, magst du die Frage nochmal wiederholen? Ja, wem wirft Timmy sich zuerst in die Arme? Bronco oder Lysadria? Lysadria. Entschuldigung. Bier. Schön, dass du da bist, Timmy. Geil. Bist ein dufter Timmy. Wirklich super. Timmy, komm her. Viele schon inzwischen langweilig geworden, oder? Ja. Das sind viele Dealen. So viele schöne. Meine Lieblingsdiele. Zum Einschlafen immer. Ich will euch Timmy doch nicht geben. Oh, schade. Diele ist mein bester Freund mit einer Schnur, in der ich herziehen muss. Ah, da ist die Abstimmung. Schön. Danke, Mods, und Entschuldigung für den Überfall. Sorry. Ach, schön. Tja. Das ist der Chat. Fünf Jahre später. Es geht gleich das weiter. Das wird ja jetzt richtig spannend werden. Leichte technische Schwierigkeiten im Mittelalter. Wem wirft sich Timmy als erstes in die Armee? Armee! Timmy, da kommt eine Armee, willst du den nicht alle sagen? Armee! Ah, Timmy. Heißt du Bonko oder Bonko? Nein, Bronco. Die Leute schreiben alle Bonko. Ja, klar. Also anscheinend wurde Bonko in der Auswahl. Ach so, da steht Bonko. Ja, aber das ist ja gerade die Mods. Ja, gut, klar. Das sind die Mods, was wird das? Hey! Sie befreit sich wieder von nichts. Es sind nicht meine. Es sind nicht meine, ist mir egal. Schön. Nächstes Mal nehmen wir Wetten an oder so? Nächstes Mal mache ich Deal als eigenen Char bei den Cheats. Die kriegt dann auch eine Miniatur. Oh, es war knapp. 27. Ah, es war sehr knapp. Bongo. Ja, super. Bongo. Der lustige Clown. Könnt ihr Timmy haben? Hä, Timmy sitzt immer auf meiner Schulter. Er rennt so auf euch zu und ist so: Hi, großer Held. Hi, es ist so: nimmst du mich mit? Ja, klar. An mir vorbei. Willst du auf die Schulter? Ja. Willst du auf die Schulter? Ja. Den heile ich definitiv heute nicht ein. Du heilst niemanden. Ja, aber Timmy heile ich nicht, absolut nicht. Ich bin beleidigt. Der kam noch nicht blutend nach Hause und du hast gelacht. Ja. Und gesagt, es geschieht ihm recht, er lernt daran. Er muss lernen halt. Ne? Wer das nicht hören will, der muss fühlen. Ja. Ja, ich weiß. Genau, also, ja. Ja, das weiß ich, ja. Okay. Also Timmy ist jetzt... sitzt auf deiner Schulter und sieht sehr, sehr, sehr glücklich aus. Und er streckt sein kleines Händchen zu dir aus. Hi! Gott. Ach ja, der Zauber mag auch keine Kinder. Stimmt, ja. Hi, Timmy. Hi!
Hi. Hi. Ja, hi. Hi. Ja. Hi. 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 Ja. Hi. Du hast noch Kopfschmerzen. Ja, leichte. Ich habe noch immer leichte. Hi. Okay. Ja, ihr habt Timmy. Cool. Dann müssen wir gar nicht mehr zum Haus. Dann sparen wir Zeit. Gut gemacht, Timmy. Von wo kam der eigentlich? Kam der von hier? Ja, kam hier so lang gelaufen. Alles klar. Hat sich wieder verlaufen. Sagt Timmy. Das wäre so lustig. Hast du eine Figur gemacht, wir hätten ihn gar nicht mitgenommen. Genau. Bleib mal hier. Ja. Keiner braucht dich. Keiner hat dich hier geliebt. Lieblingsdiele, bitte. Bye. Ja. So. Achso, wir wollten zum Drachen, ne? Ja. Ja. Das war hier. Sven! Sven! Ich bräuchte ein paar Figuren.